auf der Minecraft so geil rumspackt. Okay, 64 und 36, ich mach 2 64er Sticks, das muss reichen. Was? Nee, ich war wieder laut gedacht. Machst du das immer? Auch abends im Bett, wenn du gewisse Dinge machst? Ja, da. Das wäre okay, komisch. Das waren jetzt schon 2 Taschentücher. Eins haben wir noch, dann ist die Packung leer. Dann ist genug für heute, oder wie? Okay. Erst einmal ein bisschen Sand. Danke, Boah, Alter, du brauchst so viele Taschentücher dafür. Boah, ich habe noch einen Spinnspawner gefunden. Ich brauche immer nur eins pro Durchgang, nur ich mache das so oft, weißt du? Ach so, hintereinander immer. Was machst du denn mit den Taschentüchern? Tisch abwischen? Nase putzen. Genau. Geil. Bis dann anfängt zu bluten, ne? Ja, genau. Nasenbluten natürlich. Was soll ich? Logisch. Mach ich auch immer. Ja, was macht ihr denn sonst immer? Hallo, also ehrlich. Musik hören. Mit Taschentüchern. Ja. Die Musik reicht nicht mehr so emotional. Die ist so emotional, da fängt der Mann zu weinen. Ja. Oh, ne. Ja, klar. Ja, logisch. Ist so. Ja, eben. Ne? Er kann ja mal ein Video davon machen. Wie er Musik hört in seinem Bett. Benni sagt gar nichts mehr. Doch, ich hab Nein gesagt. Ich will das gar nicht sehen, ne? Also, falls hier jemand Wolle machen will mit Fäden, ich hab hier richtig viele. Wolle? Was mit Wolle? Wolle machen? Ja. Wolle. Nee, warte. Der Song. Geil, mein Inventar ist voll. Hey. Geil, meins auch gleich. Okay, ich will nach raus. Braucht jemand Spinnenaugen? Nee, ich auch nicht. So, warte, jetzt bist du Operator, jetzt kannst du Warp-Tal eingeben und dann... Okay. Oder mach mal Warp Laputa. Ja, mach mal Warp Laputa. So geschrieben. Ohne den Punkt. Das doch, mach, okay. Das ist... Ja, okay. Direkt Lavabad ist das hier. Nee, im Ernst jetzt? Nein. Das ist auch ein bisschen in der Nähe. Das ist Flying Insel. Das ist eine fliegende Insel. Dann dürftest du genau raufgucken. Ey, ihr verarscht mich. Ey, wenn ich jetzt falle... Okay, wo bin ich? Boah, was für einen kranken Scheiß ich hier finde, ey. Ich finde alles außer Eisen, da, aber... Da. Ja, wollt ihr mich verarschen? Kannst du die sehen? Ich sehe so ein fliegendes Oval. Ist das Laputa? Das ist Laputa. Das Geil. Ist nicht Laputa, das ist ein Stück Dreck, was da herumfliegt. Das Alter, weißt du, was man da drauf bauen kann? Laputa. Kein Haus. Laputa. Laputa auf Laputa. Kannst du da pflanzen. Okay, wo geht's jetzt lang? Jetzt machst du Warp-Tal. Boah, ich hab hier alles außer so ein paar befickte Eisenblöcke, ey. Tal? Hast du es groß geschrieben, Bodo? Das oder? T ist groß, das T ist groß am Anfang. Hast geschafft. So geschrieben. Ja. Achso, nur mit einem, okay. Ja, ich bin Tal. Einfach schlau. Tal. Metall? Tal wird auch mit. Er wird auch mit Doppel-A geschrieben, oder? Ich weiß es nicht. Nicht wirklich, ne? Ich weiß es nicht. Nein, doch nicht mit 2a. Ich nicht okay, Deutsch. Ich nicht Deutsch, du nicht Deutsch, okay. Es wird mit HL geschrieben. Tahel. Ohne Ehren. Was sagst du dazu? Okay, warte. So. Nein. Alter. Scheiß Lava, ey. Genau, ich hab keinen Kobbel mehr. Ich muss einen Ofen bauen. Na, wer ist jetzt raus? Irgendwie Benny? Ich bin noch da. Bodo, bist du noch da? Alle sind noch da. Dann ist ja schön. Jetzt rauscht es wieder, das ist toll. Es regnet gerade. Es regnet. Boah. Nein. Boah, geil. Nein, oh, ich sehe gar nichts mehr. Was denn jetzt? So tot? Party. Mit einem Skelett hier. Mhm. Und hier ist Lava, die ich irgendwie nicht gestoppt kriege. Mach die Augen auf. Ach, scheiß drauf, ignoriere ich den Dreck einfach einmal. Die Lava, nicht den Dreck. Wäre unlogisch. Den Dreck in der Lava. Ja, da ist auch Dreck in der Lava seit gerade eben. Das war... Ich finde hier nie wieder raus, aber dafür kann ich mich ja nach oben graben. Geil, eine Kiste. Geil. 3 Gold und ein bisschen Brot. Oh, geil, hast du einen Dungeon gefunden? Ich bin schon die ganze Zeit im Dungeon. Nee, leider nicht. Junge, ich bin schon die ganze Zeit im Dungeon. Ich habe das schon mehr als einmal erwähnt. Warum bist du ganz allein im Dungeon? Sagt der Richtige, der 2 Pyramiden alleine geplündert hat.
Leute, Dungeons sind nur die Dinger mit den Spawnern drin, das ist schon klar, ne? Ja, ich hab doch gerade, ich hab mehr als einmal erwähnt, dass ich schon ein paar Schienen, ein paar Spawner gefunden habe. Dungeons ist doch alles dasselbe, Alter. Ja, echt, weil das ist so eine Höhle und das andere, wo diese Schienen und so sind, ist auch so ein Stollen, oder? Ich hab. Das nennt sich, ja, genau. Die Spinne sah voll gruselig aus. Verdammt. Ja, Marvin ist schon fies, ne? Aber ja. Ich weiß noch, als vor ein paar Folgen die Wand auf mich zukam, ja. Das ist gar nicht so lustig, ja. Doch, ich finde das lustig. Nicht? Nice. Die Wand kam auf dich zu. Oh, komm schon, lass. Hopp, komm, jetzt. Hopp, komm, fertig. Was machst du da, Kacken? Ja. Komm. Noch. Boah, ein Creeper ist neben mir explodiert. Oh, noch ein Stück. Mein Kopf ist mal explodiert. Beim Kacken, oder? Das knallt also jeden Morgen hier immer so laut. Und ich dachte mal, Alter, das ist ja hier richtig abgefuckt geil. Warum waren wir hier noch nie drin? Tja, warum? Weil wir nicht wissen, wo du bist. Du hast irgendwas Neues gefunden. Ja. Ja, ich meine, wo bist du denn? Weil wir viel zu inkompetent waren. Ja, wo bist du denn? Wo ist der Dungeon denn? Ja, der ist irgendwo dort am Haupteingang. Also dort, wo wir auch mal immer runtergegangen sind. Achso, das ist der Dungeon immer noch. Ja, aber da ich bin ja entlang den Schienen gegangen. Also da sind wir ja nie wirklich entlang gegangen. Boah, das ist richtig geil hier unten. Geil. Monster und Schienen. Bist du immer ohne uns? Ich suche gerade Ärzte und finde gar nichts. Ich habe richtig viele. Du suchst die Ärzte? Ja, die suche ich auch. Na dann. Du brauchst einen Arzt, das ist alles. Gelegentlich mal. So. Sieht ja schon mal richtig schön scheiße aus. Das ist die richtige Einstellung. Immer positiv denken. Ich hab hier noch, Benni, ich hab hier noch ja, ich hab, ganz viele Schienen, falls du welche brauchst. Ich hab gesagt, das sieht richtig schön scheiße aus. Ja, Schienen könnte ich gebrauchen. Kannst du mir irgendwann nachher mal geben? Ich hab richtig, Schienen also könnte ich gebrauchen. Ich hab Schienen bis zum geht nicht mehr. Cool. Schienen und, geht nicht mehr. Und ich hab wieder Smaragde gefunden. Schienen? Tut mir leid, nee, sind ausverkauft. Schienen gehen nicht mehr. Geil, Smaragde. Ich liebe Smaragde. Schienen, sorry, sind aus. Boah, der Film war heute geil, den wir geguckt haben. Irgendwie bin ich viel zu beschäftigt, um meinen Keller zu bauen. Alter, was brauchst du denn für einen Keller? Ach, hier habe ich schon getrollt. Na dann bin ich fertig mit Trollen. Heute ist Tag der offenen Tür. Haha, haha. Hä? Nein, ehrlich, überall sind die Türen jetzt offen, dank mir. Dauerhaft. Der war nicht gut. Bei mir nicht. Doch. So. Nee, ich hab sie gerade zugemacht. Was? Nee. Nee. Doch, doch. Nicht. Nee. Doch. Hab ich auch noch Platz im Inventar für Kohle, ey? Ja. Ist verboten, darfst du nicht. Oh Mann, ich möchte aber. Pech. So, gleich werde ich mich erstmal nach oben graben. Oh, noch mehr Smaragde. Wie geil! Was denn? Ich will auch Spaß. Ihr glaubt nicht, wo ich gerade hingekommen bin. Ich habe einen Geheimgang. In den Himmel. Bist du tot? In die Hölle? Nee, im Ernst, wo bist du hingekommen? Wie geil. In den Arsch. Was? Ich habe Lava gefallen. Nein. Ja, erzähl doch Hau mal. Hau raus. Das ist ein Geheimgang, den darf ich nicht erzählen. Nee, also oh. ich hab mir unter meinem Haus, bin ich ja auf Höhe 11 gegangen, weil ich Diamanten suchen wollte. Und dann habe ich mich in eine Richtung gebuddelt und jetzt bin ich bei unserer Station unter unserer Insel rausgekommen. Geil. Scheiße. Interessiert niemanden. Ist das traurig. Oh, das ergreift mich ja so emotional. 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 Hammer. Mann, lass doch mal meine Tür zu, Junge. Boah, ich finde es immer geil, wenn Kies einen erschlägt hier. Wenn man sich gerade hochgräbt. Kommt immer so unverhofft. Unverhofft kommt selten oft. Unverhofft? Ja, ich kenne ihn anders. Unverhofft kommt oft. Oder auch nicht. Ich bin echt mal gespannt, wo ich rauskomme. Verarschen? Standard. Nee, normal. Ja, nee, da sag ich jetzt nichts zu. Standard. Ist besser. Standard von was denn, Bolo? Ja, welche Standart? Doggy-Style.
Na dann, stehst du drauf. Geil, ich bin im Wasser rausgekommen. Geil. Boah. Wenn, kannst du mir erklären, wie ich jetzt in deinem Geheimgang nach oben komme? Wie Junge, ich bin gerade mal... Moment, wo bin ich eigentlich? Ich bin in der Nähe von meinem Haus rausgekommen. Cool. Wer will... Was willst du wissen, Bodo? Ja, dein Geheimgang, da kommst du auch jetzt gar nicht mehr nach oben. Du hast ihn gefunden? Scheiße. Ja, der ist richtig gut versteckt. Ja, einfach Leitern hoch. Dann. Was wollen wir denn heute noch alles so Schönes hier machen? Ich will Diamanten das finden. Das habe ich gehört. Wer hat das gesagt? Abend? Wie? Was? Wo? Ich habe das Wort. Nur hablo español. Genau, ich geil, ich bin schon Level 24. Jetzt ist dein Geheimgang nicht mehr geheim. Warum sind meine Türen offen? Warum denn, Junge? Na, guckst du dir an. Ja, nee, mach mal wieder zu. Bodo hat so einen riesen Pfeiler. Warte, nein, warte. Sag mal, Bodo, was hast du mit meiner Tür gemacht, dass die nicht mehr zugehen? Ja, heute ist Tag der offenen Tür. Bodo, Bodo macht Scheiße. Hat er da irgendwie Redstone drunter gelegt? Nee. Nein. Er hat magisch, er hat die Türen verhext. Ja, ich bin eine Hexe, hatten wir doch schon mal. Ja, Hexe, du. Du Hexe. Du Hexe. Das ist immer so geil mit dem vollen Inventar. Du kannst nie was machen. So, jetzt Pay, sag mal, wo ist der Geheimgang? Da? Der ist geheim, den kann ich erzählen. Der ist... Alter. Nein. Nein, das ist der Falsche. Nein, immer noch der Falsche. Im Ernst jetzt? Ja. Och, Alter, Mann. Komm ey, wenn du den nicht siehst, ne, dann ist das ein bisschen fail. Keine Ahnung, ich hab mich hier... Warte. Lass mich überlegen. Keine Ahnung, ich finde den nicht. Wo geht's hier lang? Ne? Wo geht's hier wieder raus? Da, wo du auch reingekommen bist. Immer so. Wo du, geil, Mann, wo du reinkommst, Junge. Kommst du auch immer raus. Ah, jetzt könnte ich mir... Warte. Okay, hier ist kein Eisen. Ich hab Eisen. Ja, ich nicht. Warum ist hier überall dunkel, Alter? Wer baut denn immer die ganzen Fackeln ab? Ich. Ich merk schon. Wir bauten die ganzen Fackeln wohin, wo sie überhaupt nicht nötig sind. Mach ich auch ständig mal, also passiert mir öfters. Lässt die unnötigen Fackeln stehen und reißt die wichtigen ab. Immer. Weil ja. Ich meine eigenen immer lieber. Marvin setzt immer. Marvins Geschwindigkeit ist Fackel pro Sekunde, Junge. Ja, Junge. Fackel pro Sekunde mal Minecraft, ey. Ja, genau. Und dann hast du die Tageszeit. Da habe ich die Tageszeit ausgerechnet, ja. So läuft das hier. Mathematik auf höchstem Niveau. Du brauchst Schienen, Benny. Ich hab hier 104. Sauber. Ich gehöre alle mir. Boah, das war ein Reim. Marvin hat gereimt. Das geht ja gar nicht, ne? Das ist da. Was soll denn der Scheiß? Wieso geht die Tür nicht mehr zu? Ich frage mich, was Bodo da gemacht hat. Echt mal, Bodo, was hast du gemacht? Gemagiert. Nein, im Ernst jetzt, was hast du gemacht? Sag mal, was hast du gemacht? Ist ja Mann. Kacke. Ist die Tür ja mal auf. Scheiße. Boah, ich hab grad XP. Ich bin schon Level 0,5 hier, ne? Wow. Echt? Ich bin Level 24 mittlerweile. Angeber. Ich bin gestorben, deswegen bin ich nur noch Level 7. Ha. Egal. LKA? Ey, egal, Junge. Was ist? Er hat LKA. GSG 9. LKA, was hast du denn genommen? RTW. Das ist voll heftig. So. Creepermann, komm, schau mich nicht böse an, sonst hau ich dir ins Gesicht so. Sag mal, Bodo, ernsthaft, was hast du mit den Türen gemacht? Das wüsstet ihr gerne. Erzähl jetzt mal, Bodo, was hast du damit gemacht? Ich bin hier nicht der Magier von Super RTL. Ich löse meine Rätsel nicht auf. Aber du bist hier der fette Skripter hier. Nein, komm, hau raus. Hau mal raus. Ich will, dass das Spuken ein Ende hat. Ah, du hast Redstone-Fackeln unter die Türen gemacht. Das ist peinlich. Das war schon die ganze Magie dahinter. Unnötig. Aber richtig. Unnötig. Tick. Tick, tack. Aber guck mal, so spart ihr jedes Mal so ungefähr 0,02 Sekunden.
Bis sie dann immer die Türen aufmacht. Wozu gibt es Druckplatten? Ja. Ja, aber die haben ja auch so eine minimale Verzögerung. Ja, da und? Meine nicht. Also wenn du mal denkst, ne? Du sparst da so viel Zeit. Du, auf das ganze Minecraft-Spiel gerechnet, ist das schon ganz schön viel. Mhm. Geil, verrottetes Fleisch. Ich wette, wenn wir die ganze Zeit, in der wir Minecraft gespielt haben, nur was für die Schule gemacht hätten, wären wir jetzt so alle so like Albert Einstein. Mhm. Benni, deine Türen sind auch noch alle auf. Soll ich das mal entfernen? Nein. Benni? Hm? Soll ich doch dir deine ganzen Redstone-Fackeln unter deinen Türen entfernen? Ist mir egal. Ich mach das mal. Nein. Ist dir Bums oder was? Hören Sie auf. Mit solchen anstößigen Witzen hier, ey.